Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile und kostenfreie Android-Anwendung von der Ideenshop vorstellen. Das ist ein Online-Shop, auf der man hauptsächlich Tortendekorationen einkaufen kann, in ganz vielen verschiedenen Formen und Kategorien. Und die mobile Anwendung wollen wir euch heute hier für Android einfach mal vorstellen, denn damit kann man von unterwegs einkaufen, man kann sich durch das gesamte Sortiment blättern und wie gesagt, wollen wir euch das jetzt einfach mal zeigen. Wir sind jetzt hier gerade auf der Startseite. Hier werden gleich ein paar Sachen angezeigt. Da kann man sich natürlich direkt was öffnen, wenn man das denn möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier unterschiedlich vorzugehen. Zum Beispiel hier nach Kategorien. Da gibt es hier eine Leiste. Zum Beispiel kann man hier aktuelles Geschenke, Material, Saison und Anlässe. Und darunter gibt es nochmal Unterkategorien. Wir gehen hier einfach mal auf die Top-Produkte. Da sehen wir jetzt zum Beispiel eins hier. Das ist eine Brautpaarfigur. Ich denke, das kennen viele von euch oben auf der Torte. Und so sieht eine einzelne Seite dann aus. Man kann das hier in den Warenkorb legen. Und ja, ich denke, wer den Online-Shop kennt, weiß, dass es mehrere Artikel gibt in dieser Art. Aber hier gibt es jetzt gerade einen Fehler. Von daher probieren wir das Ganze gleich nochmal bei einem anderen Artikel. Gehen wir nochmal in eine andere Kategorie oder lass uns hier ruhig mal was auf der Startseite nehmen. Zum Beispiel hier und legen wir das einfach mal in den Warenkorb. Und jetzt ist das Ganze auch erfolgreich absolviert worden. Hier haben wir zum Beispiel ein Dekorschild. Man kann sich hier noch Eigenschaften anschauen. Da gibt es noch ein paar Informationen zu. Und warum das gerade eben nicht geklappt hat, weiß ich auch nicht. Normalerweise ist das eigentlich immer gleich. Man öffnet hier oben eine Kategorie, die einen interessiert. Zum Beispiel hier Ostergeschenke oder sowas. Da kann man das Ganze öffnen. Und jetzt wird hier oben links wieder ein Bild angezeigt, der Preis und so weiter. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal in den Warenkorb zu legen. Das war gerade eben also wohl ein einmaliger Fehler. Kann ja mal passieren, ist ja auch nicht so schlimm. Da probiert man es einfach nochmal mit anderen Artikeln oder mit dem gleichen nochmal. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier anders vorzugehen. Hier habt ihr noch eine Suchfunktion. Man kann aber auch an der Seitenleiste hier schnell navigieren. Von überall kann man quasi direkt auf die Startseite oder auch in den Warenkorb. Was natürlich ziemlich interessant ist, denn hier kann man den Kauf ja letztendlich abschließen. Das lädt jetzt hier kurz, die zwei Artikel sind hier drin. Ihr könnt da noch einen Gutschein einlösen oder unten rechts direkt zur Kasse gehen. Zusätzlich gibt es in der Seite noch die Merkliste. Man kann sich nämlich Produkte auch erst merken, bevor man sie in den Warenkorb legt. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, sich einzuloggen bzw. zu registrieren. Das ist natürlich wichtig, wenn man die Artikel kaufen möchte, denn mit dem Account sind ja die ganzen Daten hinterlegt, wie Adresse oder Zahlungsdaten. Und an der Seite gibt es, apropos Zahlungsdaten, auch nochmal Informationen zu den Zahlungsarten, also was alles möglich ist, zum Beispiel hier auf Rechnung, Vorkasse, Sofortüberweisung haben wir hier, PayPal und Visa. Und ja, das ist die gesamte mobile Anwendung. Wir haben oben rechts noch ein paar Verknüpfungen, ein paar Schnellverknüpfungen, die man auch von überall öffnen kann und insgesamt eine ziemlich gute mobile Version vom Online-Shop am Computer. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.